Hallo Leute! In diesem Video stelle ich dir die größten Lügen der Weltgeschichte vor. Wenn du in Zukunft noch mehr spannende Videos sehen willst, abonniere jetzt meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Bist du bereit? Los geht's! Kolumbus entdeckte Amerika. Isaac Newton fiel der Apfel auf den Kopf. Und Wikingerhelme erkennt man an den Hörnern. Das weiß doch jedes Kind, nicht wahr? Früher oder später haben wir das alles in irgendeiner Geschichtsstunde gelernt. Doch stimmt das wirklich? Woher wissen wir das überhaupt? Das meiste lernen wir aus Büchern, ohne die Geschichten je in Frage zu stellen. Es stimmt zwar in den meisten Fällen, doch es werden auch immer wieder Lügen entdeckt, die über Jahrhunderte hinweg gelehrt und verbreitet wurden. Es ist also an der Zeit aufzuräumen und Licht ins Dunkel der Geschichte zu bringen. Hier sind die größten Lügen der Menschheit. Nummer 1. Die Entdecker Amerikas. Die Geschichtsbücher sind sich einig. 1492 entdeckte Christoph Kolumbus Amerika. Da er sich aber eigentlich auf der Suche nach Indien befand, taufte er die Einheimischen dort prompt auf den Namen Indianer. Und von dort an nahm alles seinen Lauf. Dass Amerika aber eigentlich schon viel früher entdeckt wurde, wird meist verschwiegen. Informiert man sich etwas genauer, so findet man heraus, dass bereits die Wikinger in Amerika waren. Der bekannteste unter ihnen ist Leif Erikson aus dem heutigen Island. Er lebte bereits im 10. Jahrhundert. Also lange bevor Kolumbus das kontinentale Amerika entdeckte. Doch der nordische Entdecker war vermutlich auch nicht der Erste. Mittlerweile wurden auch chinesische Schriftzeichen auf amerikanischem Boden entdeckt. Die in den Hügeln gefundenen Piktogramme lassen darauf schließen, dass auch von asiatischer Seite Menschen schon deutlich eher den Weg nach Amerika fanden. Sogar die alten Römer scheinen schon Fuß auf amerikanischem Boden gesetzt zu haben. Denn archäologische Funde förderten kürzlich Relikte eines römischen Schildes und Schwertes zutage. Wer von all denen nun wirklich der allererste war, der Amerika entdeckt hat, ist heute schwer zu sagen. Aber fest steht, Kolumbus war es nicht. Nummer 2. Van Goghs Ohr. Der niederländische Maler Vincent van Gogh ist nicht nur für seine Bilder bekannt. Der bekannteste Fakt über den Begründer der modernen Malerei ist die Geschichte über sein linkes Ohr. Angeblich soll er sich dieses im Laufe einer Krankheit selbst abgeschnitten haben. Oft wird er deshalb auch als in den Wahnsinn getriebener Künstler dargestellt. Wie er dies überleben konnte, ist jedoch fraglich. Schließlich würde man bei so einer Verletzung ziemlich schnell verbluten. Man geht deshalb davon aus, dass Van Gogh nicht sein ganzes Ohr verlor, sondern nur einen Teil. Genauer gesagt, nur sein Ohrläppchen. Zudem kommen immer wieder Zweifel auf, ob es wirklich Van Gogh selbst war, der sich diese Verletzung zugezogen hat. Eine neue Theorie besagt, dass die Verletzung vielmehr das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit seinem Freund und Kollegen Paul Gauguin war. Im Streit um eine Prostituierte soll Paul Van Gogh das Ohr abgetrennt haben, welches Van Gogh anschließend der Prostituierten schenkte. Seit vielen Jahren beschäftigen sich Kunsthistoriker immer wieder mit dem Fall, entdecken neue Fakten und entwickeln neue Theorien. Was genau an diesem Tag geschah und wie viel von seinem Ohr Van Gogh tatsächlich verlor, wird wohl nie vollständig geklärt werden. Aber die Anekdote aus unseren Geschichtsbüchern von dem wahnsinnigen Van Gogh, der sich selbst das komplette Ohr abschnitt, sollten wir nicht so einfach glauben. Obwohl Wahnsinn und Genie ja oft nah beieinander liegen können. Nummer 3. Die Entdeckung der Schwerkraft. Die Entdeckung der Schwerkraft haben wir Isaac Newton zu verdanken. Er war es, der im 17. Jahrhundert als erstes das Gesetz der Gravitation entdeckte. Der Geschichte nach soll dem britischen Physiker ein Apfel auf den Kopf gefallen sein. Dieser Vorfall soll ihn zur Entwicklung seiner Gravitationstheorie bewogen haben. Ganz falsch ist die Geschichte nicht. In der Tat war es ein Apfel, der Newton auf die richtige Spur brachte. Direkt auf Newtons Kopf fallen musste der Apfel dafür aber nicht. Vielmehr beobachtete Isaac Newton das Schauspiel aus der Ferne. Die Anekdote über den Apfel, der ihn auf dem Kopf fiel, ist frei erfunden, so schön sie auch klingen mag. Ihren Zweck hat sie dennoch erfüllt. Denn obwohl wenige von uns Gravitation bis ins Detail erklären können, wissen die meisten, wie es zu ihrer Entdeckung kam. Nummer 4. Der echte Jesus. Jeder kennt wohl das gängige Bild von Jesus. Ein schlanker Mann mit langem Haar, sanftem Blick und Heiligenschein. Doch all diese Bilder stammen nicht aus der Zeit Jesu, sondern vielmehr aus den Malereien der folgenden Jahrhunderte. Denn in dieser Zeit wurden alle Kirchen mit biblischen Bildern dekoriert. Und darauf durfte Jesus natürlich nicht fehlen. Das Erscheinungsbild von Jesus entsprach dabei aber vielmehr dem europäischen Mannsbild von damals, als dem typischen Aussehen in Israel zu Jesus' Zeiten. Eine Gruppe Experten, bestehend aus Forensikern und Archäologen, haben sich nun an ein Experiment der besonderen Art herangewagt. Sie haben mit Hilfe neuester Technologie versucht, das wahre Aussehen von Jesus zu rekonstruieren. Dafür haben sie sich an mehreren Skeletten orientiert, die im Nahen Osten gefunden wurden und ungefähr aus den Lebzeiten von Jesus stammen. Herausgekommen ist dabei ein eher breiteres Gesicht, mit dunkler Haut und krausigem Haar.
Für die Kirche ist es also an der Zeit, umzudekorieren. Denn auch wenn Jesus nicht genauso aussah wie auf dem Bild der Wissenschaftler, fest steht, dass Jesus kein Europäer war und daher auch nicht wie ein Europäer aussehen kann, sondern vielmehr wie ein Südländer. Nummer 5. Die verschollene Nase der Sphinx. Die Nase der Sphinx stellt Wissenschaftler seit Jahrhunderten vor ein Rätsel. Wie es zum Verschwinden der Nase kam, kann bis heute keiner genau sagen. Das Wetter kann kaum alleine schuld gewesen sein. Die Sphinx weist zwar starke Witterungsschäden auf, doch das allein reicht nicht aus, um das Verschwinden der Nase zu erklären. Die Theorie, dass es zur Zeit Napoleons bei einer Auseinandersetzung zum Abschuss der Nase kam, ist ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Denn es gibt Beschreibungen der Sphinx ohne Nase, bereits vor Napoleons Zeit. In diesem Fall ist Napoleon also ausnahmsweise unschuldig. Die neueste Theorie beschuldigt nun einen Mann namens Mohammed Saim El-Dar. Als gläubiger Muslim soll er wütend darüber gewesen sein, dass weite Teile der Bevölkerung noch immer die Sphinx als Gott verehrten. Kurzerhand soll er zu Hammer und Meißel gegriffen haben, um die Nase der Sphinx abzuhacken. Daraufhin soll er angeblich von einer wütenden Menschenmenge gelyncht worden sein. Nummer 6. Der schlechte Schüler Einstein. Seit Jahren hält sich die Behauptung, dass Albert Einstein, einer der wohl genialsten Physiker aller Zeiten, schlecht in der Schule gewesen sein soll. Selbst in den naturwissenschaftlichen Fächern soll er versagt haben. Für viele von euch, die es nur mit Mühe durch die Schule schaffen, ist das bestimmt ein kleiner Trost. Denn Albert Einstein hat trotz schlechter Leistungen in der Schule eine beeindruckende Karriere hingelegt. Doch leider ist die Geschichte nicht ganz wahr. Albert Einstein hatte zwar viele Probleme in der Schule, das lag aber nicht an seinen Noten, sondern vielmehr an seiner Liebe zum freien Lernen. Er konnte einfach nichts mit dem drillartigen Frontalunterricht anfangen, wie er auch noch heute in vielen Schulen unterrichtet wird. Er versuchte, sich dieser Unterrichtsart mit allen Mitteln zu entziehen und geriet dann immer wieder in Schwierigkeiten. Zu guten Noten, besonders in den Naturwissenschaften, reicht es aber trotzdem. Auch die Behauptung, dass Albert Einstein ein Schulabbrecher sei, stimmt nicht ganz. Er hat die Schule in München zwar abgebrochen, aber nicht wegen seinen Leistungen, sondern wegen dem Umzug seiner Familie. Genauso wenig stimmt der Mythos des schlechten Abschlusszeugnisses. Weil auf Einsteins Zeugnis sehr viele Fünfen und Sechsen zu sehen waren, dachten viele, er sei ein schlechter Schüler. Allerdings haben die meisten dabei übersehen, dass Einstein sein Abitur in der Schweiz ablegte, welche mit einem anderen Notensystem arbeitet. In der Schweiz ist die 6 die beste Note und die 1 die schlechteste. Einstein war also auch schon in seiner Schulzeit ein wahres Genie. Nummer 7. Wikinger trugen Helme mit Hörnern. Spätestens seit der Fernsehserie Vicky und die starken Männer weiß jeder, dass Wikinger früher Helme mit Hörnern trugen. Doch woher kommt dieses Bild überhaupt? Bisher hat noch kein einziger Archäologe einen Wikingerhelm mit Hörnern ausgegraben. Denn so herrlich furchterregend man auch mit diesen Hörnern aussieht, im Kampf sind die Helme sehr unpraktisch. Denn sie sind schwerer und sperriger als Helme ohne Hörner. Helme mit Hörnern sind vielmehr von anderen Völkern bekannt, welche die jedoch vorrangig zu Kulturzwecken trugen. Dazu zählen beispielsweise die Kelten. Doch woher kommt der Mythos der Hörner bei den Wikingern? Der Übeltäter ist Richard Wagner, welcher in seiner Oper Ring der Nibelungen nordische Helden und Walküren mit Hörnerhelmen auftreten ließ. Dieses Bild hat sich bis heute durchgesetzt und ist sogar in einige Geschichtsbücher geschafft. Nummer 8. Die Welt ist eine Scheibe. Die Vorstellung, dass die Welt eine Scheibe ist, war jahrhundertelang fest in den Köpfen der Menschen verankert. Und auch heute gibt es noch einige Anhänger der sogenannten Flat-Earth-Theorie. Doch schon Galileo Galilei brachte die Erkenntnis, dass die Erde keineswegs platt, sondern kugelrund ist. Noch zu Christoph Kolumbus Zeiten hatten die Menschen Angst, vom Rand der Erde zu fallen. Denn hinter dem Horizont wartete das Nichts. So lernte man es damals im Geschichtsunterricht. Passiert ist das natürlich niemandem. Dass die Erde eine Kugel ist, war eigentlich auch schon in der Antike bekannt. Bereits Aristoteles schrieb von einer runden Erde. Und spätestens seitdem wir das Universum erkunden, sind wir uns sicher, dass die Erde eine Kugel ist. Denn es gibt keinen Planeten in unserem Sonnensystem, der nicht kugelförmig ist. Und Fotoaufnahmen der Raumstation ISS sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. Und außerdem lassen sich auch Sonnenauf- und Untergänge nicht mit der flachen Erde-Theorie vereinbaren. Das waren die größten Lügen der Weltgeschichte. An welche hast du bis heute geglaubt? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben. Und wenn du in Zukunft noch mehr unterhaltsame Videos sehen willst, abonniere jetzt meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video.